haben wir die unten mal erledigt. Der da drüben ist auch tot. Wo ist denn der Rest? Unten ist noch einer. Ah, da. Wow. So, wo haben wir das denn? Ach, da drüben. Ah. Kommen Sie zurück zum Heli. Wir müssen weiter. Sehr gut, wir haben das zweite Ding zerstört. Hier ist aber noch ein großer mit einer Shotgun. Da ist er. Sauber erledigt. Beide sind tot. Der Heli ist hier oben. Schnell hochgehen. Und zum nächsten, ich habe wirklich keine Ahnung, wie lang das noch gehen soll. Aber ich vermute mal, Moment. Ah, wir sind schon im Neonviertel. Weil ich dachte mir nämlich, dass der rückwärts die ganzen Bezirke macht. Ah, noch einer. Oh. Oh verdammt, oh verdammt. Den hatte ich so nicht gesehen. Wow. Hast du Trish getötet? Wärst du nicht mit Kessler getürmt, wären sie noch am Leben. Und wir wären raus aus dieser Scheißstadt. Was soll ich denn sagen? Dass es mir leid tut? Sag einfach gar nichts. Sondern verschwinde. Denn wenn ich dich finde, wird's ungemütlich. Okay, wir müssten jetzt auch da sein, so wie es aussieht. Ja. Der letzte Störsender ist irgendwo im Parkhaus. Wo genau, weiß ich nicht. Gehen Sie hin und suchen Sie ihn. Machen wir mal kurz die Drohnen kaputt. Auch gucken, wie wir das anstellen.
Ja, die sind alle irgendwo hier unten. Einen großen haben wir gekriegt. Noch einer, da unten rennen noch ein paar Leute rum. Ich hoffe, ihr kennt die Stelle hier noch. Das ist nämlich der Anfang von Infamous gewesen. Da sieht man auch, wo alles kaputt gegangen ist. Wir sind irgendwo da vorne aufgewacht. Jetzt erstmal darum kümmern, dass wir hier runterkommen. Und ach Cole, machst du mir zu umständlich. Wow, Alter. Hier ist irgendwo noch einer. Oh! Ah! Jagd nach der Strahlenkugel beendet. Hab den Störsender. Er ist hinüber. Ich muss noch einiges erledigen, bevor wir die Strahlenkugel suchen. Also ruhen Sie sich etwas aus. Wenn wir loslegen, wird Kessler alles gegen uns einsetzen, was er hat. Keine Angst. Ich bin bereit. Der 21. Tag. Wir machen jetzt die Mission einfach schnell bis Ende. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke mir mal, wie viele Missionen dürften noch kommen? Ich vermute 3. 3 Stück, 4 Stück. Also nicht mehr allzu viele. Haben es bald geschafft. Dann kommt auch der letzte Kampf. Und dann haben wir es aber alles mit der Ruhe nacheinander. Wir machen jede Mission nacheinander und beeilen uns schnell. Die nächsten Nebenmissionen sind auch nicht mehr aufgetaucht, aber ich denke, die werden eh irrelevant sein. Ich werde das Spiel wahrscheinlich so durchspielen, ohne die letzten Nebenmissionen noch gemacht zu haben. Die Nebenmission braucht man in dem Spiel nicht wirklich, deswegen müssen wir das auch nicht tun. Weil zur Story tragen die leider auch nicht bei, deswegen. Muss man die nicht alle machen. So, die Mission hier ist wieder in Warren. Das heißt, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, beziehungsweise ein Gebiet nach hinten. Und müssen die Mission hier erledigen. Ich bin auch mal gespannt, was wir hier tun sollen, tun müssen, tun dürfen. Die Scherbe nehmen wir mit. Noch 33 Stück bis zum nächsten... Ja. Bis zum nächsten Batteriekern. Den brauchen wir. Allerdings, wie ich vermute, für den Endkampf nicht mehr. Das dürfte so das, was wir haben, auch von den Kräften her, weil... Ja, müsste eigentlich alles so vollkommen ausreichen.
Ich will auch nicht irgendwie die Anstalten machen, jetzt nochmal Blitzschlag auf Maximum zu ziehen, weil wir das einfach nicht wirklich brauchen. Hier, die Mission. Kessler scheint die Strahlenkugel im alten Examiner-Gebäude zu verstecken. Daran zu kommen ist schwierig. 78 Sekunden. Wie ist der Plan? Unten am Helikopter ist ein Kanister Fentanyl, das jeden im Gebäude betäuben müsste. Leider hat Kessler Flugabwehrkanonen auf den umliegenden Droiden, sodass ich gar nicht erst in Position gehen kann. 57 Sekunden. Also nehme ich die Kanonen, sie vergasen die Mistkerle, wir gehen rein und holen die Kugel? Genau. Wir haben nur einen Versuch. Los, zerstören Sie die Kanonen. Wow. Dafür ist ein starker Energiestoß nötig. Sehen Sie die Jets, Cole? Sie bombardieren Ziele in der Stadt, bevor die Bodeninvasion folgt. Ich habe Sie gewarnt. Ohne meine Kontrolle würde alles eskalieren. Sie hätten unsere Deal nicht platzen lassen sollen. Das schieben Sie nicht auf mich, Meyer. Habe ich schon. Ja. Wir sind wie immer an allem schuld, da wir ja der Boomer sind in dem Spiel. Gerade mal gucken, wo die Dinger sind. Eins ist hier vorne. Ich habe nicht genug Fentanyl für eine weitere Bombe. Also ist das die einzige Chance. Zerstören Sie die Kanonen, bevor Sie mich wegpusten.